So, ich bin auch intuitiv richtig gegangen. Hier in dem vierten Stock von diesem Gebäudekomplex steht das Tokyo Anime Center. In der dritten Etage, vierter Stock ist ja in Japan dann die dritte Etage, hier einer der Seitenstraßen von parallel zu der Hauptstraße. Da drüben sehe ich auch schon ein Anime, da werde ich auch nochmal reingehen, da das in Matsumoto ja relativ klein ist. Aber jetzt erstmal hier in das Tokyo Anime Center. Ich weiß nicht, ob man dann da drin filmen darf. Tja, mal sehen. Ihr werdet es ja im Anschluss entsprechend bemerken. Tja, hier bin ich also im UDX-Gebäude. Und ich glaube, das ist ein Laden Akibaichi, der auf 8 Jahre Bestehen feiert. Hier haben wir einen kleinen Blick runter auf die Seitenstraße, wo ich vorhin war. Und auf jeden Fall bin ich jetzt hier auch am Tokyo Anime Center. Hier ist ganz viel Werbung für Nagino Asakara draußen. Einer der besten Anime der letzten Zeit, die ich gesehen habe. Und auch meinen Platz 1 in der Herbstsaison 2013 belegt hat. Die ersten 12 oder 13 Folgen. Also die, ja, nicht erste Staffel, es läuft ja noch weiter. Mal sehen, ob es vielleicht meine Endzeit-Favoriten schafft. Je nachdem, wie die letzten Folgen sich jetzt noch darstellen, wäre das durchaus möglich. Und hier werde ich jetzt mal kurz reingucken. Es sieht nicht so aus, als ja, dürfte man hier drin filmen, aber... Mal gucken. Also ich habe jetzt die Erlaubnis bekommen, hier drin filmen zu dürfen, und es scheint so eine Art Nagino Asakara-Ausstellung hier drin momentan stattzufinden. Bevor ich da allerdings hinschwenke und die Sachen zeige, eine Spoilerwarnung, weil das sind alles so Bilder aus der zweiten Serienhälfte und da könnte das ein oder andere Bild ein Spoiler sein und werden. Deswegen, wer Nagino Asakara noch schauen will, dem empfehle ich, das Video jetzt ein paar Minuten weiterzuspringen. Ich werde ja auch einblenden, ab wann spoilerfrei weitergeben mit dem Akihabara-Video. Und letzte Warnung, 3, 2, 1, und ab jetzt zeige ich Eindrücke von dieser Nagino Asakara Ausstellung hier. Hier haben wir einige Charakterzeichnungen oder Charaktereinstellungen. Für die, die jetzt eben schon Folge 13 übersprungen haben, die jetzt nicht gespoilert werden oder absichtlich gespoilert werden wollen, sehen wir hier also zum Beispiel schon eine große Sayo, also nicht große, aber 14-jährige Sayo und 14-jährige Miuna, weil es ja nach der 13. Folge einen 5-Jahres-Zeitsprung gibt. Hier haben wir dann auch scheinbar weitere Workarts, DVDs, Blu-rays und Soundtracks. Tja, ist man schon versucht, weil es wirklich einer der besten Serien, wenn nicht sogar die beste Serie des letzten Jahres gewesen, also die zumindest in der Herbstsaison angefangen hat. Das hier sind scheinbar oder einige von den in Anime genutzten Hintergründen, die ja fantastisch sind, die ich auch mit 10 von 10 Punkten in meiner Herbstsaison-Reviews vom letzten Jahr bewertet habe. Sieht wirklich fantastisch aus. Hier haben wir von Tsumugu Skizzen und von Manaka, wie es aussieht. Da unten sehe ich Miuna. Im Hintergrund, ich hoffe, dass da kriege ich keinen Fleck, läuft das zweite Opening der Serie. Ebb and Flow, auch ein wunderbarer Song, der theoretisch den Platz 1 auf jeden Fall in meiner Top 5 Opening Ending Liste machen würde, der Frühlingssaison, wenn ich die alten Serien der Herbstsaison mitbewerten würde. Da werde ich fast ein bisschen schwermütig, wo ich das hier so sehe. Bitte YouTube, fleckt mir dieses Video nicht. Ich kann nichts dafür, dass es im Hintergrund spielt. Ich liebe das Lied. Das kann so von mir aus wirklich in Dauerschleife hier spielen. Ah, das ist das
Ochiyoshi-sama, der Friedhof, wo Manaka dann gefunden wurde von Miuna. Ein so großes Franchise. Ich habe auch schon DVD-Blu-ray-Sets groß ausgelegt im Book-Off gesehen. Also scheint auch durchaus erfolgreicher zu sein, als man annehmen wollte, die Serie so anzukommen. Durchaus zu Recht. Ich weiß gar nicht, ist das ein Anime-Original und der Manga wird da jetzt nachgezeichnet oder ist es ein Original-Manga, wo jetzt der Anime nachgezeichnet, also nachanimiert ist? Ob doch Bilder dabei sind von noch nicht ausgestrahlten Episoden. Das eine oder andere kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. So, jetzt werde ich hinten mal in den Grütz-Shop gehen. Ich schaue mich, ob es jetzt auch von Nagino Asukata nur Sachen gibt oder auch noch andere. Ah, da sehe ich schon Garls und Panzer. Garls und Panzer. Ein Manaka-Shirt. Bei einem Miuna wäre ich ja versucht. Bei Miuna ja zu meinen Lieblingscharakteren gehört. Hier sehe ich Anhänger von Shingeki no Kyojin. Hier haben wir Gengitsu no Artbox, wie es aussieht. Auch ein sehr gutes Mystery Slice of Life über Inari Shinto-Schrein. Chisaki-Shirts gibt's auch. Da werde ich mich mal umgucken, ob ich mir hier vielleicht noch irgendwas hole. Mal gucken. So, hier haben wir Chunibyo, der Mokoi-Gai Stai. So, ich habe mir jetzt auch was Kleines hinten aus dem Grützladen gekauft. Und bevor ich jetzt das Tokyo Anime Center hier verlasse, noch eine kleine Anmerkung. Und zwar findet genau Samstag und Sonntag hier, den 22. und 23. März, die zum ersten Mal die Anime Japan statt. Die geht hervor aus der Zusammenlegung von irgendwie zwei anderen Anime Conventions oder also der Ort, an dem das stattfand, da fand jetzt schon seit 2001 oder 3, bin ich mir nicht mehr so sicher, die International Anime Messe irgendwas statt und mit nach Zusammenlegung mit etwas anderem ist zum ersten Mal die Anime Japan. Das Blöde ist, dass ich am Samstag ja um 13.20 Uhr am Narita Airport ungefähr so langsam eintrudeln muss, um meine Eltern abzuholen. Ich muss spätestens 11.30 Uhr aus Tokio raus und 9 Uhr macht das erst auf. Ich bin am Überlegen, ob ich hingehe und wenigstens, ja, ich drinnen bin, wahrscheinlich so anderthalb Stunden dann mir die Anime Japan mal angucke. Bei 1.500 Yen Eintrittspreis war es, glaube ich. Deswegen kann sein, dass es davon ein Video geben wird, wenn ich doch hingehe, aber versprechen kann ich es nicht. Tja, und das soll es gewesen sein von dem Tokyo Anime Center hier mit der speziellen Nagino Asukara Ausstellung momentan. Ich werde mich jetzt wieder Richtung Akihabara weiter reinbegeben, dort auch weiter in Shoppen gehen, noch ein bisschen rumgucken und mal schauen, was ich euch noch so für Eindrücke geben kann. Das hier also war das Tokyo Anime Center.
beim Runtergehen und weiter angucken das Akiba Ichi, wo da oben das Tokyo Anime Center war, habe ich gesehen, dass hier auch noch der offizielle Shop des Tokyo Anime Centers steht, wo wahrscheinlich noch mehr zu finden sein wird als oben. Tja, tut mir leid, da werde ich auch noch mal reingehen und shoppen. Nachdem ich zwar eben schon was gekauft habe, aber naja.